Ja, Freunde, ich muss sagen, Hertha BSC Berlin liefert heute dem BVB einen mehr als packenden Fight. Ich muss die Hauptstädter heute wirklich loben. Also, wie sich da wirklich in jeden Zweikampf reingebissen wurde, reingekämpft wurde, war unfassbar. Und man gewinnt in meinen Augen dann am Ende auch verdient 3:2, weil der BVB gerade in der zweiten Hälfte, vor allem in den ersten 30 Minuten der zweiten Hälfte, ordentlich abgeschaltet hat, irgendwie gar nicht mehr richtig auf dem Platz stand und selbst die besten Spieler wie Haaland heute nicht ihr bestes Spiel gemacht haben. Und ich muss ein paar Leute loben, Belfodil, der eh eine überragende Verfassung ist, aber auch Marco Richter, 2 Tore, super Selbstbewusstsein, Wahnsinn. Die Jungs von Hertha BSC haben richtig stark gespielt, währenddessen der BVB, ich weiß nicht, also klar, man geht 1-0 in Führung, sah ja alles gut aus, Haaland hat den Ball, irgendwie kommt der Ball dann zu Brandt, der macht das Ding rein, 1-0, ich dachte schon, da kann ich gefühlt abschalten, wird das langweilig, aber die Hertha kam zurück, Marco Richter, überragende Tore gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, und der BVB, was war das denn? Auch Haaland gibt dann irgendeinem noch so ein bisschen so einen Check mit. Muss auch nicht sein. Irgendwie heute einfach schlecht gelaunt gewesen. Nicht gut drauf. Klar, auch ein bisschen Pech gehabt mit diesem einen Abseitstor. Dann vom BVB zum Beispiel. Und am Ende hat man nochmal aufgedreht. Das war dann aber im Endeffekt zu wenig. Und ja, da muss man ganz ehrlich sagen, ist das typische BVB-Problem, warum sie nie Meister werden und immer die Bayern Meister werden. Weil die Bayern haben so ein Talent, auch mal an schlechten Tagen irgendwie zu gewinnen. Komme, was wolle, irgendwie gewinnen die Bayern dann 3:2 und Dortmund verliert solche Spiele dann immer 3:2. Es ist jedes Jahr dasselbe, genau in diesen Spielen, wo es so wirklich 50-50 steht, verliert der BVB eher diese Partien, während die Bayern irgendwie lucky diese Partien gewinnen und deswegen werden die Bayern halt immer Meister und der BVB nicht. Sie ist ja dasselbe. Aber wie gesagt, Kompliment an Korkut und die ganze Truppe, auch jetzt von der Hertha und ja, vielleicht ist das ja wirklich jetzt ein Aufwärtstrend. Mal gucken, jetzt kommt natürlich erstmal die Winterpause, aber ja, also tabellarisch sind sie jetzt zumindest erstmal so ein bisschen, haben sie Abstand zum Relegationsplatz. Klar, das ist Stuttgart, die spielen morgen nochmal, können vielleicht wieder ein bisschen rankommen, aber ist man jetzt gerade in der Mitte der Tabelle, scheint ja eigentlich alles ganz gut zu sein. Eure Meinung in die Kommentare, ich bin gespannt, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.